Hallo zusammen und guten Morgen. Wir haben den 13. April, es ist 8:45 Uhr. In diesem kleinen Clip wird es um die Nasdaq gehen. Wir haben es auch schon mal zeitlang nicht gemacht und ich finde es eigentlich immer recht bequem, das morgens zu machen als abends, weil abends müsste ich es dann nach 10 Uhr machen, habe ich gerade zu. Deswegen mache ich es lieber morgens. So, das ist Nasdaq. Sensationelle Korrektur hier von 13.900, fast 2.000 Punkte. Was habe ich hier? Das waren 12.100 noch was. Das hier ist die 20-Tage-Linie bei 12.171. Haben wir nicht gesehen, aber wir haben sie erheblich angenähert. Alles okay. Die Bänder gehen auf. Ja, mehr nach oben, klar, weil der Markt da hochzieht, aber unten auch. Das heißt, das ist nicht so ein schönes Aufgehen wie jetzt zum Beispiel dieses hier. Da nach oben direkt, hier nach unten direkt. Und dann in dem Moment, in dem der dreht, ist das Schlimmste vorbei. Das haben wir jetzt hier nicht. Die sind also nicht miteinander vergleichbar, weil der kommt aus der Horizontalen und bleibt in ihr auch. Wenn der jetzt hier die Richtung ändert und der weiter steigt, ist prinzipiell alles in Ordnung. Also Bänder sind okay, ohne neues, super Signal. 20-Tage-Linie 13.211, die brauchen wir gleich nochmal, weil da werde ich nämlich den Schein hinlegen. Dann haben wir hier diesen Trendkanal seit dem 2.11. letzten Jahres. Da sind wir raus, nochmal dran, dann verließen Sie ihn. Und jetzt gehen wir, und das ist die Kombination, ich mache das mal ein bisschen so. Jetzt gehen wir in der Nähe des All-Time-Highs, wo ist mein Fadenkreuz? Hier, das war 13.850. Stehen wir, handeln wir. Aber noch außerhalb des Bandes, das heißt, nicht des Bandes, Entschuldigung, des Trendes. Der Markt hat durchaus die Chance, auch hier von der Technik komme ich gleich drauf, dass der locker das All-Time-High rausnimmt. Wenn er das nicht tut, auch wenn hier die 13.850 nicht erreicht werden, besteht die Gefahr eines Doppeltops. Die besteht, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Wenn ihr hier drüber geht, über die 13.850 mit einer Stundenkerze, sind wir in New Territories vom Chart her. Und da gehe ich davon aus, dass der auch hier weiter reingeht. Dann kann aber kein Mensch wirklich sagen, bis wohin. Ja, dann kann man vielleicht irgendwelche Fibo-Zahlen nehmen, wie auch immer, Extensions. Es können 14,2 sein, 14,3. Aber das ist für mich eigentlich das, also grundsätzlich wird der positiv, wenn wir hier ein neues Hoch machen, gar keine Frage. Aber wenn wir ein neues Hoch machen und der geht auf Stundenbasis runter mit einem Shooting Star, also geht hoch und verliert dann in der Stunde runter und geht unterhalb von diesem Trend, beziehungsweise unterhalb von diesem All-Time-High, dann ist Ende Gelände. Ja, dann war es das. Das war dann der Versuch und der ist fehlgeschlagen. Aber wenn er hier oben drüber schließt mit einer Stundenkerze, noch besser eine 4-Stunden-Kerze, dann kann er sich hier weiter berappeln. Nochmal die Arbeitsmarktdaten in Amerika, die waren hammermäßig. Ja, also schon erstaunlich, muss ich wirklich sagen. Ja. Die erholen sich wirklich schneller, als ich das überhaupt gedacht habe. Das ist gut. Jetzt zur Technik. Wir haben einen negativen Balken über das MACD. Das ist nicht besonders viel. Wir sind weiterhin heftigst, hier ist die Zahl, 98,5 heftigst überkauft über die Stochastik. Interessiert keinen, ist egal. Wir sind am All-Time-High. Wir haben 12 Tage gebraucht, um hier von, was war denn das? Das waren 12.600 hochzugehen bis zu 13.850. Da haben wir 12 Tage gebraucht. Das ist wirklich, das war ein schneller Move. Teilweise ganz, also neue All-Time-Highs, Facebook und so, was da alles so am Rande gesehen habe. Aber wie auch immer. Also mir geht es darum, das ist alles hoch. Ja, es gibt kein echtes Verkaufssignal. Die Bänder sind in Ordnung. Es gibt kein Verkaufssignal. Ja, wir haben einen Widerstand hier an der 13.850. Den haben wir. Wenn wir den mit Schlusskurs einer mindestens 1-Stunden-Kerze überbieten, gehen wir hier wieder in den Trendkanal rein. Aber wenn er das nicht schafft mit der Stundenkerze und dreht sich dann gerade um, ich suche gerade eben, ob ich hier irgendwo einen Shootingstar finde, so auf die Schnelle finde ich keinen. Ja, aber wenn wir vielleicht sowas hier haben, sowas in der Art, kann auch eine Inverted Umbrella Doji sein, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber im Prinzip ist der immer noch, wenn auch heiß gelaufen, positiv. So, jetzt zu den Scheinen.
Ich habe mir überlegt, rein vom Chart her dürfte ich eigentlich erst dann hier unten suchen. 12.621, das ist mir viel zu weit weg. Deswegen, ich orientiere mich, hatte ich eingangs gesagt, an der 20-Tage-Linie. Die ist bei 13.211. Und dann habe ich den hier gefunden. Die steigt ja auch, die wird heute sein bei 13.200, was habe ich ausgerechnet, 23, glaube ich. So, ich habe mich für den hier entschieden. Das sind 13.200,97er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman. Und das hat der, die Kennnummer GH4FUV. Der kommt bei mir ins Buch, wenn wir auf Stundenbasis ein neues All-Time-High fabrizieren. Ist der drin. 12.200, das ist momentan ein 23er Hebel. Den Put, da muss ich ein bisschen anders rangehen. Beim Put orientiere ich mich, da muss ich den Hebel zurücknehmen, orientiere ich mich, das ist hier so um die 15 rum, an dem Trendkanal. Natürlich kann ich ihn hier hinter das All-Time-High legen, aber der muss schon deutlicher weit weg. Und dann finde ich sowas hier relativ sinnvoll. 14.725, da bin ich ungefähr hier, wo jetzt die Maus ist. 14.725, das ist die GC7LG2. Ja, GC7LG2, 14.725, aber da warte ich noch. Da warte ich auf so Signale wie ein Shooting Star oder sowas oder vielleicht einen ganz normalen Doji. Da warte ich auf sowas. Ja, oder ein raus aus dem All-Time High und dann gleich wieder rein. Da brauche ich ein bisschen mehr, aber den habe ich mir auf die Watchlist gepackt. Zwei Dinge noch. Das eine ist, es werden immer wieder nach Aktien gefragt. Mache ich gerne. Ich habe mir überlegt, jetzt wenn ich am Wochenende Zeit habe, werde ich mal alle Aktienwünsche versuchen zusammenzupacken. Bisher ist das so, Deutsche Bank war da, Amazon war da und ich glaube, den Rest habe ich abgearbeitet. Und dann mache ich halt einen Film, wo ich so 4, 5, 6 Stück reinpacke. Und dann sage ich halt, Minute 1 bis, was weiß ich, 4 ist Amazon, 4,01 bis 10 ist Deutsche Bank und so weiter. Da könnt ihr euch Sachen rausgucken. Vielleicht habe ich nicht zu allem Scheine. Und dann habe ich noch das Webinar am 1. und 2. Mai. Da gibt es auch noch Plätze frei. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye, ciao.